Liebe Studenten, ich wünsche einen schönen Tag und möchte mit der Botschaft des Rektors beginnen. Ich freue mich sehr, Sie im Namen der Familie der Afyonkarahisar-Universität für Gesundheitswissenschaften in Ihr neues Zuhause begrüßen zu dürfen. Unsere Universität wurde als Universität zum Thema Gesundheit gegründet und hat eine wichtige Position unter der thematischen Universitäten in der Türkei. Afyonkarahisar, die eine lange Geschichte hat, ist in der Produktion von Marmor, thermischer Tourismus und Gastronomie die Hauptstadt in der Türkei. Also, als Afse wollen wir diese schöne Stadt, die reich von Kultur und Geografie her ist, auch zur Hauptstadt der Gesundheit machen. Dafür führen wir wichtige Projekte in den Bereichen Gesundheit, Tourismus und Pharmazie durch. Wir wollen Afse im Herzen von Afyonkarahisar verwurzeln und ein Kommunikationsnetz mit der ganzen Welt aufbauen. Obwohl wir eine junge Universität sind, haben wir uns zu einer Universität entwickelt, deren Kontingent zu 100% ausgeschöpft ist und die von erfolgreichen Akademikern und Studenten bevorzugt werden. Wir verfügen über ein ausgezeichnetes akademisches Personal, eine beeindruckende physische und wissenschaftliche Infrastruktur und die Perspektive einer kontinuierlichen Verbesserung unserer internationalen Zusammenarbeit sowie der sozialen und kulturellen Möglichkeiten, die die Stadt und die Region bieten, in der wir uns befinden. In unserem Universitätslehrplan bieten wir eine theoretische und praktische Ausbildung sowie eine berufliche Lebenserfahrung zusammen. AFSU ist eine Universität, die ihre Studenten auf das professionelle Berufsleben vorbereitet und sie nach dem Abschluss unterstützt. Wir sind während und nach Ihrer Ausbildung immer bei Ihnen. Professor Dr. Nurullah Okmuş. Über uns. Die Afyonkarahisar-Universität für Gesundheitswissenschaften, deren Wurzeln bis ins Jahr 1992 zurückreichen, wurde am 18. Mai 2018 gegründet. Die Afyonkarahisar-Universität für Gesundheitswissenschaften trennte sich von Afyon-Kocatepe-Universität und konnte ihre Aktivitäten als eine unabhängige thematische Universität im Bereich Gesundheitswissenschaften fortsetzen. In 43 verschiedenen Programmen, alle im Bereich der Gesundheitswissenschaften, studieren im Bereich Förderlizenz 1.358 Studenten, im Bereich Lizenzstudium 3.519 Studenten, in postgradualen Studiumeinrichtungen 61 Studenten. Davon sind im Masterstudiumbereich 22 und im Doktorstudiumbereich 22 Studenten immatrikuliert. Unter den jungen thematischen Universitäten nimmt AFSÜ eine wichtige Position in der Türkei ein. Im akademischen Bereich mit insgesamt 480 Lehrkräften und im Bereich der Gesundheitsdienste mit dem Gesundheitsanwendungs- und Forschungszentrum, die seit 1999 als Universitätsklinikum tätig ist, ist somit AFSÜ die größte Gesundheitsorganisation von Afyonkarahisar. AFSÜ zielt darauf, die herausragenden Studenten in den Bereichen Gesundheit, Gesundheitstechnologie und Arzneimittelproduktion in Forschung und Lehre zu kombinieren. Zu diesem Zweck konzentrierte sich die AFSÜ auf die Ausbildung von qualifiziertem Personal, das das Rückgrat des Gesundheitssektors bildet. AFSÜ bietet Studenten, die ihre Karriere im Gesundheitssektor steuern möchten, 9 Bachelorstudiengänge in 4 Fakultäten und 22 Assoziationsstudiengänge in 3 Berufsschulen sowie in 9 Graduierten- und 3 Doktorandenprogramme. AFSÜ hat eine äußerst vorteilhafte geografische Position unter gesundheitsbezogenen Universitäten. Die wunderschöne Stadt, in der sich unser Campus befindet, befindet sich im Herzen Westanatoliens buchstäblich an einer Kreuzung. Afyon, genannt Afyonkarahisar, ist das Wort Opium für den Saft der Mohnpflanze und in der Medizin verwendet wird. Das Wort Opium entwickelte sich im öffentlichen Gebrauch zu Afyon, Afyon, Afyon und dann letztendlich zu Afyon. Römerzeit als Akronym geschrieben wurde, sowohl in Geld oder
Inschriften, aber auch in anderen Geschichtenquellen konnte man es besichtigen. Afyonkarahisar, die den entscheidenden Sieg des Unabhängigkeitskriegs und unserer Nation bringt und der Glaube der türkischen Nation an die Unabhängigkeit, Liebe und Kampf an die Unabhängigkeit unserer Armee, die eine Heldenrat, Geschichte mit goldenen Buchstaben in Kocatepe geschrieben hat, spielt eine besondere Rolle in unserer Unabhängigkeitskriegsgeschichte. Denn die große Offensive für die Freiheit der Nation wurde von Afyonkarahisar gestartet. Und jetzt machen wir mit unserem Campus weiter. Unser Campus, Sieges-Gesundheitscampus, in dem sich die akademischen und administrativen Einheiten von AFSÜ befinden, ist ein natürlicher Ort, an dem Sie saubere Luft in einer üppig grünen Umgebung atmen können. Im Campus-Gesundheitskomplex, in dem sich alle Einrichtungen der Universität befinden, können Sie Ihre Augen und Ihr Geist zwischen dem Unterricht und dem Sonnenbaden das ganze Jahr über ausruhen. Wenn der Winter kommt, können Sie Ihre Augen mit der einzigartigen Schneelandschaft unser Campus anfeuern. Aktivitäten. Bei AFSÜ legen wir Wert auf die soziale und kulturelle Entwicklung der Studierenden sowie auf ihr akademisches Studium. In diesem Zusammenhang finden das ganze Jahr über zahlreiche wissenschaftliche und künstlerische Veranstaltungen wie Konferenzen, Seminare, Panels, Shows und Ausstellungen statt. AFSÜ bietet durch seine Studentenclubs und Gemeinschaften eine Vielzahl von Möglichkeiten sowie viele Sportveranstaltungen, bei denen sich die Studenten entsprechend ihre Interessen und Fähigkeiten entwickeln können. Studentenclubs und Gemeinschaften sind der Reichtum des Universitätslebens. Es gibt Dutzende von Clubs und Communities, denen AFSÜ-Studenten beitreten können. Diese Studentenorganisationen bereichern unsere Universität in einem breiten Spektrum von beruflicher Entwicklung, sozialen, kulturellen und sportlichen Interessen, bis hin zu philanthropischen Aktivitäten. Alle Studenten, die die vor erfolgreichen Bedingungen erfüllen, können einen Club oder eine Community gemäß den AFSÜ-Grundsätzen gründen. Forschung und Innovation bei AFSÜ. Afyonkarahisar-Universität für Gesundheitswissenschaften, Technologietransferbüro, ist ein Unternehmen, dessen Hauptzweck darin besteht, Forschung, Technologieentwicklung, Innovation und technologiebasiertes Unternehmertum in der häuslichen Medizinproduktion, in medizinischen Aromapflanzen, in Medizintechnik und im thermischen Gesundheitstourismus zu beschleunigen. Die Mission von AFSÜ, die darauf abzielt, das Potenzial von AFSÜ für den Technologietransfer und die Kommerzialisierung von Informationen bestmöglich zu nutzen, besteht darin, die Zusammenarbeit zwischen Universität und Industrie mit einem proaktiven Ansatz und ergebnisorientierten Aktivitäten zu verwirklichen. Entsprechend der Mission von AFSÜ TTO koordiniert es Kooperationsprozesse für Unternehmen und Organisationen des Privatsektors sowie Unterstützung und Schulung in Projekten, Prozessen des geistigen Eigentums, Kooperation und Marketing für Akademiker, Forscher und Studenten. AFSÜ TTO, das seine erste Aktivität mit der Organisation des Workshops für medizinische und aromatische Pflanzen vom 19. bis 20. September 2019 durchführte, führt Studien durch, um die Möglichkeiten und Modelle zu untersuchen, um den natürlichen aromatischen Pflanzenreichtum der Region in den Gesundheitssektor zu bringen. Internationale Studien. Gesundheitsexperten müssen auch genau wissen, wie Prozesse in ihrem Bereich außerhalb der Landesgrenzen funktionieren. In diesem Jahrhundert, in dem die Bedeutung der Globalisierung unterschiedliche Dimensionen angenommen hat, erfordert Exzellenz im Gesundheitswesen eine globale Perspektive. Mit ihrer Strategie, sich internationalen Plattformen zu öffnen, zieht die AFSÜ darauf auf, die Produktion orientierte Infrastruktur in allen Bereichen der Gesundheitswissenschaften zu verbessern, indem sie die Qualität von Forschung und Lehre stärkt. Austauschprogrammkoordinatoren aktiv, damit sich unsere Studenten, Akademiker und Mitarbeiter durch die Öffnung für den internationalen Bereich entwickeln können.
Gesundheitswissenschaftliche Ausbildung. Die Qualität der Bildung ist im Bereich der Gesundheitswissenschaften von großer Bedeutung. Bei AFSÖ ermutigen wir unsere Studenten, nicht nur zu studieren, sondern auch eine berufliche Karriereperspektive zu haben. Das Gesundheitsthema von AFSÖ verschafft unseren Studenten einen großen Vorteil für ihr zukünftiges Berufsleben, aber das Diplom allein reicht in dem Jahrhundert, in dem wir leben, nicht aus. Eines unserer Hauptziele bei AFSÖ ist, dass alle unsere Absolventen Fachleute mit fortgeschrittenen beruflichen, ethischen und sozialen Fähigkeiten sind. Unser Gesundheitspraxis- und Forschungszentrum, das AFSÖ Forschungszentrum, ist ein Gesundheitszentrum mit erweiterten Funktionen. Das Ziel unseres Zentrums, das insbesondere im Bereich der Psychotherapie in einen wohlverdienten Ruf genießt, ist Patientenversorgung, Forschung und medizinische Ausbildung. 1923 Mitarbeiter arbeiten in unserem Zentrum. AFSÖ-Fakultätsmitglieder, die auf verschiedene Bereiche spezialisiert sind, behandeln Patienten und bieten unsere Studenten eine praktische Ausbildung an. Unser Zentrum mit 24 Fachkliniken und mehr als 627 Betten kombiniert erstklassige Gesundheitsversorgung mit exzellenter Pflege. Unser Zentrum bietet durchschnittlich 44.077 stationäre Patienten und mehr als 2.053.913 ambulante Leistungen pro Jahr. Das Graduiertenausbildungsinstitut. Das AFSÜ-Graduiertenausbildungsinstitut, das mit These- und Nicht-These-Master- und Doktorandenprogrammen an den Bildungsdienstleistungen in den Bereichen Medizin und Gesundheitswissenschaften anbietet, kennt die Bedürfnisse der Entwicklung von Technologie und Wirtschaft, trägt zum produktiven, universellen und zeitgemäßen wissenschaftlichen Fortschritt bei, nutzt Ressourcen effektiv und hat das Ziel, den maximalen Beitrag auf Ausbildung qualifizierter Wissenschaftlicher mit Berufskarriere zu leisten. Afyon Karahisar Universität für Gesundheitswissenschaften. Die Vielfalt der Programme in unserem Institut bietet mit der Annahme des Hochschulrates Master- und Promotionsprogrammen in Bereichen Anatomie, Biochemie, Psychologie, Histologie, Embryologie, medizinischer Mikrobiologie, medizinischer Genetik, Krankenpflege für chirurgische Erkrankungen, Krankenpflege für Geburtshilfe und Gynäkologie und Grundlagen der Krankenpflege an.